begrüße hier bei uns heute Jenny Hoffmann, die uns ihren Fantasy-Roman Das geheime Land der Einhörner vorstellt. Jenny Hoffmann schrieb schon als kleines Mädchen gerne Kindergeschichten. Sie liebt Kinder und es fällt ihr sehr leicht, sich in deren Fantasie hereinzuversetzen und sich Geschichten auszudenken. Fröhliches Kinderlachen ist ihre größte Motivation, immer weiter zu schreiben. Liebe Frau Hoffmann, bitte erzählen Sie uns doch mehr über den Inhalt Ihres Romans. Ja, in dem Roman geht es ja um ein kleines Mädchen namens Bella und um das Einhorn Falabella. Das sind eigentlich auch so die beiden Hauptfiguren. Bella ist eigentlich ein kleines, eher schüchternes Mädchen immer gewesen. Bis eines Tages die Mutter sehr schwer erkrankte, war Bella dann die Einzige, die den Mut gefasst hatte, der Mutter zu helfen. Gott sei Dank hat sie es ja auch geschafft. Was macht Bella? Wohin, was passiert in ihrem Abenteuer? Wohin macht sie sich auf? Bella muss verschiedene Gefahren durchstehen, wo sie einmal Mut zum Beispiel beweisen muss, was auch ihr Selbstvertrauen stärkt. Dann muss sie auch andere Gefahren durchstehen. Allgemein soll Bella das Selbstvertrauen dadurch finden und stärken, ja. Und sie trifft auch auf einen Arzt. Was macht dieser Arzt oder was hat dieser Arzt vor, während sie sich auf die Spuren der Einhörner begibt? Der Arzt, das ist ja der Bösewicht, was sich dann später herausstellt. Erst hilft er der Bella und dann nimmt er ja alle Einhörner gefangen, um selbst an Macht und Reichtum zu gewinnen. Aber Bella schafft es ja mit Falabella alle zu befreien, Gott sei Dank. Und wie sind Sie auf die Idee der Geschichte gekommen? Hatten Sie die schon länger im Kopf oder was hat den Ausschlag dafür gegeben, sie niederzuschreiben? Vor ungefähr 4 Jahren ist die Geschichte entstanden. Ich hatte ein bisschen Langeweile zu Hause, habe mir irgendwelche Bilder im Internet angeschaut. Und da kam mir dann so ein Bild entgegen mit einem Mädchen mit einem Einhorn darauf. Und auf einmal hatte ich den Buchtitel im Kopf. Und aus dem Buchtitel entstand dann nach und nach die Geschichte. Und spiegeln sich auch die Charaktere von Ihnen oder Personen, die Ihnen nahestehen, in den Hauptfiguren des Buches wieder? Oder ist es tatsächlich alles Fantasie? Nein, ich bin auch eher so der schüchterne Mensch. Und so eher mein Bild spiegelt sich da in dem Mädchen und auch die Geschichte ist auch für jeden, der selber nicht wirklich viel Selbstvertrauen hat, der sollte wirklich die Geschichte lesen. Man fühlt sich auch danach viel besser. Und den Charakter von Bellas Mutter, wird der auch wieder gespiegelt? Ist der von jemand, den Sie kennen? Haben Sie da auch Ideen rausgepickt oder ist der Ihrer Fantasie entsprungen? Nein, reine Fantasie entsprungen. Ist eine Fortsetzung geplant für das geheime Land der Einhörner? Ja, auf jeden Fall. Da ist eine geplant. Die ist hoffentlich auch genauso gut, denn das sollte noch lange nicht das Ende sein in dem Buch. Habe ich mir zumindest auch gedacht. Okay. Ich danke Ihnen, Frau Hoffmann. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview. Ich bedanke mich auch. Der Fantasy-Roman Das geheime Land der Einhörner von Jenny Hoffmann ist ab sofort im Handel erhältlich, im Paperback-Format und im E-Book-Format und ist in einer Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe entstanden.